gefunden. Insofern würden wir jetzt diesen Tagesordnungspunkt behandeln. Zunächst würde ich der einreichenden Fraktion das Wort erteilen und dann würden wir zum Rederecht kommen, Frau Bock. Aber zunächst Herr Treves, bitte. Sehr geehrter Herr Kühn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich versuche es jetzt nochmal. Ja, sehr geehrter Herr Kühn, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank, dass Sie gerade dem Antrag gefolgt sind, dass wir jetzt über diesen Tagesordnungspunkt sprechen können. Inzwischen sind in Dresden knapp 10.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine angekommen, die vor dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg aus Russland geflohen sind und hier in dieser Stadt dankenswerterweise sehr gut aufgenommen wurden. Sehr viele Menschen aus unserer Stadt und aus der Stadtbevölkerung haben sich engagiert und engagieren sich immer noch, um die Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind, in unserer Stadt zu unterstützen. Wichtig ist auch, und da möchte ich mich auch bei Herrn Hilbert bedanken, dass es den Ort, nämlich das ukrainische Haus in unserer Stadt gibt und dass die Stadt da sehr schnell auch gehandelt hat und die Flächen im QF oder nicht zur Verfügung gestellt hat, aber organisiert hat und finanziell zumindest mit Blick auf die Miete auch unterstützt. Denn es ist wichtig, dass die Menschen, die hier angekommen sind, auch einen Ort haben, wo sie sich treffen können, wo sie sich vernetzen können, wo sie sich austauschen können, wo sie auch das, was sie in ihrer Heimat erlebt haben, erleben mussten oder was sie auch auf der Flucht erlebt haben, gemeinsam verarbeiten zu können. So ein Raum alleine reicht aber nicht. Da soll ja auch ganz viel stattfinden, das muss organisiert werden, da braucht es eine gewisse Verwaltung dazu. Die ukrainische Gemeinschaft hat sich ein umfangreiches Kursprogramm aufgelegt, Veranstaltungen sich überlegt und organisiert. Und das ist alles bisher im Ehrenamt gemacht worden. Und das ist, glaube ich, wirklich eine unglaubliche Leistung, wo man allen, die das organisieren, und da ist eben stellvertretend heute Frau Bock auch da, den tiefsten Respekt und größten Dank ausdrücken muss. Und ich glaube aber, wir sollten als Stadt heute die Entscheidung treffen, diese Bemühungen auch zu unterstützen, und zwar konkret mit Mitteln mit 148.000 Euro für dieses Jahr, für 2023, damit das Kursprogramm, was schon aufgelegt ist, beziehungsweise was sich schon ausgedacht wurde, wo auch die Anmeldelisten voll sind, wo es lange Wartelisten gibt, wo durchaus mehr gehen könnte, weil der Bedarf so groß ist, gut umgesetzt werden kann und eben auch die Verwaltung und Betreuung des ukrainischen Hauses ordentlich geregelt werden kann. Auch das macht sich ja nicht von alleine. Eigentlich waren wir ja der Meinung, das haben wir mit dem Haushaltsbeschluss getan, denn im Änderungsantrag des Oberbürgermeisters stand drin 162.000 Euro für die Fortsetzung des ukrainischen Begegnungszentrums. Als wir das dann im Stadtrat hier nochmal nachgefragt haben, mussten wir leider feststellen, dass der Oberbürgermeister, obwohl er es so genannt hat, wie ich es gerade gesagt habe, was völlig anderes darunter verstanden hat, durchaus auch eine wichtige Aufgabe, nämlich die Stellen, die in Kooperation mit der Diakonie Stadtmission Dresden eingerichtet wurden, um quasi Behördenlotsen für Menschen aus der Ukraine zu sein, dass die damit finanziert werden und für das ukrainische Haus gar kein Geld vom Oberbürgermeister eingeplant worden ist. Deswegen der Antrag der SPD-Fraktion, wie er jetzt hier vorliegt, beziehungsweise eigentlich der Ersetzungsantrag, den wir auch hier im Stadtrat erneut stellen wollen, war ja das federführende Ausschussvotum aus dem Ausschuss für allgemeine Verwaltung leider den Grundgedanken unseres Antrages nicht so richtig widerspiegelt. Ich will auch noch mal sagen, warum. Der macht zwar prinzipiell eine Aussage zur finanziellen Unterstützung für dieses Jahr, lässt aber die Perspektive für 2024 offen. Das halten wir für einen Fehler. Und wir halten auch es tatsächlich für sinnvoll, dieses ukrainische Haus für die Zukunft zu sichern. Es gibt keine andere Community aus keinem anderen Land, die so groß ist, die in unserer Stadt ist. Wir haben auch ja in den Ausschussberatungen darüber gesprochen, auch hier in der Fragerunde schon mal darüber gesprochen. Die Macherinnen und Macher des ukrainischen Hauses öffnen ja ihre Einrichtung auch für Angebote von anderen Communities. Wenn ich es richtig weiß, wird Frau Bock da auch gleich noch mal selber was dazu sagen. Und
Natürlich, und das determiniert auch unser Antrag nicht, blicken wir auf das Jahr 2024 auch mit einer Offenheit, was den perspektivischen Ort des ukrainischen Hauses angeht. Und uns geht es mit dem Antrag gar nicht unbedingt darum, das ukrainische Haus genau an diesem Standort, wo es jetzt ist, für die Zukunft festzuschreiben. Aber dass es dieses Angebot weiterhin geben soll, im Zweifelsfall eben auch an einem anderen Ort, das ist aus unserer Perspektive wichtig. Deswegen nochmal der Ersetzungsantrag zum federführenden Ausschussvotum und ein letzter Gedanke, bevor meine Redezeit hier um ist. Wenn ich mir den Beschluss des Ausschusses für allgemeine Verwaltung anschaue, dann wurde dort beschlossen, dass ein Konzept erarbeitet werden soll. Der Oberbürgermeister soll ein Konzept erarbeiten, wie für 2023 eine finanzielle Unterstützung organisiert werden kann. Und das soll dem Stadtrat vorgelegt werden. Das heißt, wenn wir heute den Beschluss des AV beschließen, dann macht sich die Verwaltung dran, für das Geld, was für dieses Jahr sein soll, ein Konzept zu erarbeiten und uns zum Beschluss vorzulegen. Wir wissen doch alle, wie lange das dauert. Wir wissen doch alle, dass wir frühestens in 6 Monaten eine erneute Beschlussvorlage über diese Frage hier in diesem Stadtrat haben werden. Das heißt, wenn wir das beschließen, was der AV beschlossen hat, dann sehen wir uns vielleicht im Oktober oder November wieder, um final über die Frage zu entscheiden, ob das ukrainische Haus noch dieses Jahr mit Geld unterstützt werden kann. Das halten wir für den falschen Weg. Und deswegen der Ersetzungsantrag, der sagt, wir machen das mit dem Geld für 2023 sofort. Und mit allem, was über 23 hinausgeht, was das Jahr 24 und fortfolgende betrifft, beauftragen wir ein Konzept, wo wir uns in Ruhe Gedanken darüber machen können, wie es dann weitergeht. Und zu diesem Gedanken und zu dieser wichtigen Einrichtung für die ukrainischen Menschen in unserer Stadt bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Treves. Und jetzt seien Sie uns herzlich willkommen, Frau Bock. Und Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Beigeordnete, werte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich dafür, dass ich jetzt zur späten Stunde heute doch noch hier vor Ihnen sprechen darf. Am 26. Februar letzten Jahres, 2 Tage nach dem Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, haben wir uns als Gruppe von zwölf Exil-Ukrainer im Besprechungsraum der Dresdner St. Petruskirche versammelt. Wir waren uns einig, dass unsere Hilfe hier und jetzt vor Ort am meisten gebraucht wird. Unser Ziel ist es seitdem, die Menschen in der Ukraine, aber auch unsere Landsleute, die vor dem Krieg fliehen, in Dresden und in Sachsen zu unterstützen. Mitte März wurde mit der Unterstützung des Bürgermeisteramtes zusammen mit unserem ukrainischen Koordinationszentrum das Verbindungsbüro hier auf Ferdinandplatz gegründet, dank dem tausenden vertriebenen Ukrainern geholfen wurde. Die Arbeit besteht aus der Beschaffung von Unterbringungen, Beratungen, Dolmetschen, Begleitung zu den Ämtern, der Bereitstellung von Informationen und vielen weiteren Hilfsangeboten. Das Verbindungsbüro ist zu einem unter den Ukrainern bekannten Anlaufpunkt geworden, wo sie wissen, dass ihnen definitiv geholfen wird. Momentan ist die ukrainische Community die größte Dresdner Migrantengemeinde mit 7600 geflohenen Menschen und über 1200 Ukrainer, die in Dresden noch schon vor dem Krieg lebten. Seit März 2022 suchten wir ununterbrochen nach Räumlichkeiten für ein Kultur- und Begegnungszentrum und für das neu gegründete damals Kinderzentrum Dolonke, kleine Händchen übersetzt, unsere Deutschkurse für die Mütter mit Kleinstkindern und Unterrichtsstunden für die ukrainischen Schulkinder starteten wir im April letzten Jahres, damals noch in den Räumen von St. Pauluskirche. Dank der Vermittlung der Stadt Dresden konnten ab Oktober letzten Jahres unser Verein Plattform Dresden e.V. das ukrainische Haus in der QF-Passage einrichten. Zu unseren Aktivitäten gehören täglich Kurse für Frauen, Kinder und Senioren. Momentan führen wir 6 große Projekte durch: ein Frauenclub, den deutsch-ukrainischen Stammtisch, das Kinderzentrum, was ich genannt habe, eine Medienschule, das AdHub sowie ein Bücher- und Kinderclub. Insgesamt besuchen unsere Kurse ca. 500 Menschen, allein im letzten Jahr waren das. Für Kinderkurse gibt es Wartelisten von 150 Personen momentan.
Wir sind, wie es hier schon erwähnt wurde, offen für Kooperationen und arbeiten daher mit anderen Vereinen zusammen. Seit April dieses Jahres nutzt unseren Raum jeden Mittwochvormittag der Deutsch-Syrische Verband e.V. Im Mai wird bei uns eine Veranstaltung und eine Ausstellung des aserbaidschanischen Vereins stattfinden und in Planung ist ein syrisch-ukrainisches Kinderprojekt. In Kooperation mit dem Dachverband Sächsische Migrantenorganisation e.V. führen wir im ukrainischen Haus ein Projekt für Ukrainer durch. Wir dokumentieren unsere Aktivitäten nahezu täglich auf der Webseite von Plattform Dresden e.V. und insbesondere auf Instagram und Facebook, wo Sie sich über unsere durchgeführten und geplanten Veranstaltungen informieren können. Wenn man zurückblickt, so haben wir einiges geschafft. Vielen tausenden Menschen ihr Ankommen in Dresden erleichtert und wir arbeiten täglich dran, ihnen bei der Integration in die deutsche Gesellschaft zu helfen. Wir haben viel erreicht, aber die ganze Organisationsarbeit im ukrainischen Haus leisten wir ehrenamtlich, teilweise ohne Wochenenden und ganz oft abends. Unsere Kapazitäten sind langsam erschöpft, aber wir können und wollen nicht die notleidenden Menschen aus der Ukraine im Stich lassen. Für viele ist unser Haus zum zweiten Zuhause geworden. Unseren Kursleitern, die zum Teil seit einem Jahr bei uns tätig sind, konnten wir aus Spenden Aufwandsentschädigungen zahlen, aber wir haben keine Festangestellten und keine Minijobs. Dafür reichen unsere Finanzen nicht aus. Daher ist unsere ganz große Bitte an Sie, helfen Sie uns zu helfen. Wir brauchen dringend eine finanzielle Unterstützung, um Stellen für die administrative Arbeit zu schaffen und um uns intensiv um das ukrainische Haus kümmern zu können. Aufgrund der seit über einem Jahr andauernden riesigen, sowohl psychischen als physischen Belastung, war es uns nicht möglich, intensiv nach Fördermitteln bzw. einer anderen Finanzierung zu suchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Ihrer Ja-Stimme es schaffen werden, dieses Haus noch attraktiver zu gestalten, nicht nur für die Ukrainer, sondern auch für Vertreter anderer Nationen und es zu einem bunten und lebendigen Begegnungsort ausbauen. Ich bedanke mich im Namen aller hilfesuchenden Ukrainer für ihre bisherige Unterstützung und hoffe, dass Sie mit Ihrer Ja-Stimme uns in unserem Vorhaben unterstützen werden. Ich freue mich auch ganz sehr über die heutige positive Abstimmung zu Chmelnytskyj. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Bock, vor allen Dingen auch nochmal nicht nur für Ihre Rede, sondern vor allen Dingen für Ihr persönliches Engagement für die Geflüchteten aus der Ukraine. Vielen Dank. In der Debatte sind mir als nächstes Frau Arnold und Frau Fius-Jene genannt. Gibt es dann weitere? Okay, dann machen wir eine Fraktionsrunde. Aber Frau Arnold wäre als nächste dran und dann gehen wir mal die Fraktion durch. Bitte, Frau Arnold. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kollegen Stadträte, liebe Frau Bock, liebe Gemeinde der ukrainischen Gemeinde, liebe Bürger. Wir haben hier in Dresden eine unglaubliche Solidarität erlebt, wie in vielen, vielen anderen Städten auch, aber hier in Dresden vielleicht in besonderer Weise, weil die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind vor dem Angriffskrieg von Putin hier bei uns in Dresden angelandet sind. Ich glaube, wir waren alle miteinander erschüttert über die Bilder und es ist erschreckend, viele Monate her. Ein Jahr ist vergangen, wir sind jetzt bereits im April 2023 und in dieser Akutsituation haben hier damals sehr viele Menschen geholfen. Es war damals die Kirchgemeinde, die zuallererst die Menschen aufgenommen hat, einen Ort zur Verfügung gestellt hat, wo man sich treffen konnte, wo man miteinander sich austauschen konnte, helfen konnte.
Im November dann der Wechsel ins ukrainische Haus an den Neumarkt. Wir haben gerade von Frau Bock erfahren, wie viel Ehrenamt von einigen wenigen, da war ich bei unserem Gespräch etwas überrascht darüber, wie wenig eigentlich an ehrenamtlicher Stärke dahinter steckt, die all das am Laufen halten und dass sie da an ihre Grenzen stoßen, das kann ich sehr gut verstehen. Wir haben jetzt aber eine Situation, deshalb verzeihen Sie mir, wenn ich Sie so direkt anspreche, war es uns auch wichtig, mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen, wo wir rauskommen oder wo wir in einer Situation sind, wo wir eben nicht mehr akut eine Akutsituation haben, wo wir nicht mehr auf eine ganz besondere Ausnahmesituation reagieren müssen, sondern so tragisch das ist, mittlerweile schauen müssen, dass wir in die Regelprozesse kommen, ja, dass wir schauen müssen, wie können wir das, was geleistet worden ist, in unsere Systematik integrieren, wie können wir es einbetten in die ganz reguläre Förderung. Und genau das ist der Grund, warum der Antrag hier im Stadtrat, auch im Ausländerbeirat, zuerst keine Zustimmung erfahren hat, weil er einen Einzelaspekt rausgreift und genau diese Systematik eben nicht angeht. Ich bin deshalb schon froh darüber, dass es gelungen ist und dass wir auch, nachdem wir im Gespräch waren, es gelungen ist, im Finanzausschuss, dann auch im AV, also eine Lösung zu finden, die ganz klar und die auch den Oberbürgermeister ganz klar dazu holt, wo wir sagen, wir wollen bis Ende 2023 und dann darüber hinaus ein Konzept von der Stadt haben, das es einbettet, das gemeinsam mit allen Akteuren in dieser Stadt, die sich da ehrenamtlich engagieren, auch mit den Strukturen in der Verwaltung, schauen, wie können wir diese große Gruppe entsprechend fördern. Vielleicht durchaus recht vage gehalten, aber bewusst vage gehalten. Und dieser Änderungsantrag, den wir damals eingebracht haben, hat dafür Sorge getragen, dass dieses ganze Projekt weitergehen kann. Es haben sich wesentlich mehr Fraktionen dann diesem Thema, dem wir alle miteinander aufgeschlossen sind. Das denke ich, das kann man ganz klar so sagen. Aber eine Möglichkeit geschaffen, Türen zu öffnen. Und ich würde jetzt hier, das ist durchaus berechtigt, nochmal eine Änderung vorschlagen oder darum bitten, nämlich, dass wir abändern, nicht für das Jahr 2023 ist das Konzept vorzulegen, sondern ab 2023, also das Konzept zu erarbeiten, das dann ab 2023 gilt. Und auf diese Art und Weise klarzumachen, wir wollen, und so ist es zugesagt und wir verlassen uns darauf, der Oberbürgermeister war in diesem Thema ein verlässlicher Partner, wir haben es alle im Finanzausschuss, es war uns allen wichtig, es wird eine entsprechende Unterstützung und Finanzierung geben. Wir beraten das Thema seit November. Ich gehe davon aus, dass das umgehend und sofort erfolgt und dass die verantwortlichen Bürgermeister das sofort aufs Gleis setzen und uns nur noch informieren, wie es läuft. Und wir wollen natürlich darüber hinaus, dass auch im Jahr 2024, und dann werden wir es hoffentlich nicht lange in dieser Weise brauchen, entsprechende Angebote und Kurse funktionieren können. Und ein letztes Wort noch. Liebe Frau Bock, Ihnen und Ihren Unterstützern wünsche ich vor allen Dingen, dass sich der Kreis der Ehrenamtlichen, die ihre Arbeit unterstützen, deutlich erhöht. Danke. Vielen Dank, Frau Arnert. Ich gehe meiner Fraktion weiter. FDP-Fraktion gewünscht. Freie Wähler, Freie Bürger nicht. Dann Dissidentenfraktion, Herr Schmelig.
Lieber Stefan Kühn, werte Kolleginnen und Kollegen, zuerst mal bin ich natürlich sehr froh, Frau Arnert, dass Sie jetzt so aufgeschlossen diesem Anliegen gegenüber getreten sind und nicht diese rassistischen Töne, die ja neuerdings von Ihnen kommen, wenn es um Geflüchtete und das Zuschlagen von Türen in Dresden geht, hier auch in dieser Frage von Ihnen als Ton eingeschlagen wurde. Soweit zu den positiven Aspekten Ihres Beitrages. Zweitens, warum haben wir das Dilemma? Also, um es vorweg zu sagen, selbstverständlich wird meine Fraktion das Anliegen, weil es wichtig ist und weil es richtig ist und weil es auch die Richtigen trifft, sozusagen, unterstützen. Aber warum ist es überhaupt zu dem Theater gekommen, dass da mal der Sozialausschuss nicht vollständig zustimmt, dann irgendwie eine Lösung im Finanzausschuss und im Ausschuss für allgemeine Verwaltung gefunden werden muss? Es liegt schlichtweg daran, und darum bitte ich in Zukunft auch diejenigen, die Dinge gut meinen, auch mal lernen, es gut zu machen. Es war bereits klar, und zwar als dieser Haushalt noch nicht beschlossen war, und es ist auf haushaltsführende Fraktionen auch seitens der unbedeutenden Fraktion der Dissidenten zugegangen worden, gesagt worden, hier gibt es einen Bedarf und der müsste eingestellt werden. Da hat man sich, naja, ich sag's mal vorsichtig, ganz vorsichtig drüber hinweggesetzt. Vielleicht könnte man sich auch nicht einigen auf die Maßnahme. Ich weiß nicht, was der Grund war. Und dann aber, wenn praktisch, und der Antrag war ja bereits im Geschäftsgang, ist ja nicht so, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung das noch Neuland war, ja, um dann praktisch Finanzierungsvorschläge zu machen, die einfach blöd waren. Das muss man mal so deutlich sagen. Wäre nämlich im ursprünglichen Antrag, wäre das durchgekommen, wäre es zulasten der internationalen Begegnung der Städtepartnerschaft gegangen, also einfach ein Unding. Deshalb waren wir in der Situation, irgendwas zurechtzustricken, sozusagen, was dann jetzt hilft oder helfen soll. Und deshalb ist genau diese Verwirrung herausgekommen. Dies muss man bei aller Zustimmung in der Sache hier wirklich kritisch anmerken. Und dennoch, sage ich mal, ist der Notnagel, auch wenn ich eine Finanzierung, also Vincent, ganz ehrlich, als jemand, der sich mit Haushalt zumindest längere Zeit schon beschäftigt, also die billigste Form eines Deckungsvorschlages ist natürlich zu sagen, wir nehmen das aus Mehreinnahmen aus. Ich weiß, das sind Annahmen, die kann man gerne machen, aber dennoch, dein Argument ist richtig. Das Argument nämlich, wenn wir den Ball an die Verwaltung zurückspielen und das können wir an ganz vielen Beispielen immer wieder deutlich machen, ohne der Verwaltung allzu nahe zu treten, dann dauert es einfach zu lange. Und aus dem Grunde halte ich auch diesen Ersetzungsantrag, beziehungsweise den, es ist ein Ergänzungsantrag, glaube ich, ne, für richtig, weil wir sollten hier heute, weil es sowieso schon ziemlich verfahren ist, durch die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, Nägel mit Köpfen machen, lassen Sie uns also diesem Antrag mit dem Ergänzungsantrag der SPD hier heute zustimmen. Es wäre jedenfalls ein richtiges Signal auch für die ukrainische Community in dieser Stadt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmelich. Der Antrag der SPD-Fraktion ist Ersetzungsantrag. Also ersetzt sozusagen das Ausschussvotum. So ist es beantragt. Als nächste Fraktion wäre die AfD-Fraktion dran. Kein Redebedarf. Dann hätten wir die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Frau Fiedesehne, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich kurz. Es ist ja viel gesagt worden. Auch mein Dank gilt ausdrücklich. Wir sind ja auch im Gespräch an das, was Sie machen und Ihre Leute und eben auch die Ehrenamtlichen, die helfen und die gerne auch noch mehr werden dürfen. Da stoße ich ins selbe Horn. Das ist eine großartige Arbeit und ich glaube, das ist auch schon gesagt worden, da können wir wirklich mit unserer Stadt sehr zufrieden sein, wie solidarisch eigentlich diese Stadt reagiert hat auf die Menschen, die zu uns gekommen sind. Dennoch muss ich sagen, möchten wir als Fraktion dem Änderungsantrag von Frau Arnert zustimmen. Das ist richtig, das ist
da haben wir einfach gepennt, sage ich mal, in den Ausschüssen Finanzen und AV, weil 23 ist ja dann schon zur Hälfte rum und wir brauchen ja schon auch die Perspektive. Ich möchte aber daran erinnern, Herr Schmelich hat es ein bisschen angedeutet, obwohl er jetzt dann für den Ersetzungsantrag der SPD nochmal Werbung gemacht hat, aber es wäre im Finanzausschuss einfach durchgefallen. Es gab überhaupt keine absehbare Mehrheit und ich bin da Herrn Dr. Brauns, der heute nicht da ist, aber kann gerne weiter bestellt werden, außerordentlich dankbar, dass er diesen, wie ich finde, sehr klugen Ersetzungsantrag gemacht hat, der den Oberbürgermeister klar beauftragt und an dieser Stelle, da sage ich auch in Richtung Schmelich, ich habe oft Angst, dass wir hier beschließen können, was wir wollen und dass Herr Hilbert es nicht umsetzt, weil wenn er keine Lust hat, was umzusetzen, dann tut er es auch nicht. Aber gerade an dieser Stelle steht er ja nun wirklich auch hinter der Sache. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben, dass da das notwendige Engagement fehlt. Und da schätze ich auch Sie, Frau Bock, als couragiert genug an, dass Sie dann auch sagen, hier gibt es jetzt einen Stadtratsbeschluss. Und dann wird das, dann wird das auch entsprechend beschleunigt. Aber ich denke, an dieser Stelle ist tatsächlich der SPD-Antrag, also der ursprüngliche, der auch noch die falsche Finanzierungsquelle drin hatte, da bin ich auch völlig einer Meinung, und jetzt aber auch der Ersetzungsantrag, der legt eigentlich zu detailliert und zu ja, an manchen Stellen tatsächlich zu eng fest, wie es sein soll. Und deswegen mache ich extra noch mal Werbung für den, dann für die Beschlussempfehlungen von Finanzen und AV, ergänzt durch den dann hoffentlich angenommenen Antrag, den jetzt die CDU noch gestellt hat. Und dann kann das sehr schnell auf den Weg gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vielen Dank, Frau Fiosiene, Fraktion Die Linke. Dann wären wir durch die Fraktionsrunde durch. Will der Antragsteller noch mal ein Schlusswort halten? Dann bitte, Herr Treves. Und dann kämen wir ins Abstimmungsverfahren. Ja, sehr geehrter Herr Kühn, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ganz kurz zu dem, was jetzt auch in der Debatte gekommen ist. Als erstes mal zu den Punkten, die Herr Schmelich gebracht hat. Das ist völlig richtig. Die Dissidenten haben dieses Thema in den Haushaltsverhandlungen aufgeworfen. Wir haben dann sehr genau den Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Haushalt gelesen und das, was dort drin stand, und haben uns an dieser Stelle eben tatsächlich auf den OB verlassen, dass, wenn da drin steht, Fortsetzung des ukrainischen Begegnungszentrums, da dann tatsächlich auch das Geld für das ukrainische Haus damit gemeint ist. Das war es leider nicht. Das ist sehr ärgerlich, aber das haben wir auch erst relativ spät durch eine Anfrage meiner Fraktion Anfang diesen Jahres herausgefunden, dass es eben das Geld nicht für das ukrainische Haus gedacht war, sondern für das andere Projekt. Wir haben ja auch in unserem Antrag die Deckung nochmal geändert, damit es eben zukünftig nicht zulasten der internationalen Austauscharbeit geht. Wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir den Deckungsvorschlag nehmen, den der OB schon mal selber genommen hat, nämlich einfach den Gesamthaushalt. Das war uns dann doch ein bisschen zu unspezifisch, weswegen wir dann jetzt eben den Jahresabschluss 2022 vorgeschlagen haben. Und mit Blick auf das, was Frau Arnert und auch Frau Fiesjene gesagt haben, wenn wir die Änderung in der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses vornehmen, die Frau Arnert beantragt hat, nämlich sozusagen das Konzept für ab 23 zu machen, also auch die Folgejahre mit zu bedenken, dann ändern wir nichts an dem grundsätzlichen Problem, was ich vorhin adressiert habe, nämlich, dass wir die Geldfreigabe für dieses Jahr auf Oktober oder November verschieben. Oder wir uns eben da auf den Oberbürgermeister verlassen müssen, was wir schon mal getan haben, was schon mal nicht funktioniert hat, dass das Geld vorher ausgezahlt wird, weil wir beschließen hier einen klaren Auftrag an den Oberbürgermeister, so wie es der AV formuliert hat, ein Konzept zu entwickeln, dem Stadtrat vorzulegen und dann gibt es Geld.
Und das halten wir für den falschen Weg. Und da trauen wir tatsächlich, oder da sind wir zumindest noch als SPD-Fraktion nicht bereit, uns so sehr auf den Oberbürgermeister zu verlassen, dass wir dann davon ausgehen, dass er was anderes macht, als dieser Stadtrat beschließt an dieser Stelle. Und deswegen werden wir unseren Ersetzungsantrag aufrechterhalten. Und ich kann wirklich nur noch mal dafür werben, dass wenn wir sozusagen tatsächlich das Geld für dieses Jahr möglichst schnell und unbürokratisch zur Verfügung stellen wollen für das ukrainische Haus, dann müssten Sie unserem Ersetzungsantrag folgen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Treves. Wir würden jetzt in der Reihenfolge zunächst den Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion abstimmen, dann der Antrag, gegebenenfalls so, dass keine Mehrheit gefunden hat, von Frau Arnardt, der die federführende Beschlussempfehlung anpasst. Also, zunächst der Ersetzungsantrag SPD-Fraktion zur Abstimmung und bitte um Ihr Votum. Ja, 41 Nein, eine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Wir kämen zum Antrag von Frau Arnardt. Der sieht vor, dass wir in der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses statt für das Jahr 2023 ab dem Jahr 2023 ändern. Das ist also keine sprachliche, sondern eine inhaltliche Änderung. Insofern würde ich das jetzt zur Abstimmung bringen. Wer also diesem Vorschlag zustimmt, bitte ich ums Votum. 48 Ja, 5 Nein, 9 Enthaltungen. Insofern würde ich jetzt die so modifizierte Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zur Abstimmung bringen und bitte um Ihr Votum. 48 Ja, 14 Nein, 0 Enthaltungen. Insofern hat der modifizierte Ausschussbericht eine Mehrheit gefunden. Und ich rufe auf den Tagesordnungs